Konnichiwa, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, heute am Sonntag. Und weil heute Sonntag ist, habe ich gedacht, wir machen heute mal Sonntagliches bei Ghost of Tsushima. Autsch, und zwar legt es uns erstmal richtig schön auf die Nase. Eigentlich wollte ich ja langsam runtergehen. Ich habe mir eine Mission rausgesucht, der Wert von Sake. Und wer Sake kennt, der weiß, dass das ein japanischer Reiswein ist, ne? Also Alkohol. Und für diejenigen, die gestern Abend feiern waren, darum sonntagliches, nämlich unseren Kater mal ein bisschen ausschauen hier auf YouTube. Na, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und während Jin jetzt hier mit seiner Ausdauer auch ein bisschen zu kämpfen hat, ein paar Blümchen pflücken. So, was für den Hausgebrauch. Einfach mal über die Leiche drüber. Und sonntags geht man ja auch baden. Ja. Während da drüben ein Bär gegen Mongolen kämpft. Und die wegflankt. Ihr seht's da oben. Alter. Weiß nicht, ob das jetzt so gescheit ist von mir, sich da reinzuhängen. Das Raubtierfell könnte ich allerdings gut gebrauchen. Kümmere dich da erstmal um den Mongolen, genau. Hör auf, den Bären zu schießen. Das ist meine Aufgabe. Ciao. Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Geht ja gut los, Mensch. Raubtierfell, einmal eingesackt. Und hier lag doch jetzt noch ein Kadaver rum. Genau, Vorräte nehmen wir auch noch mit. Gut, der Wert von Sake, die Mission. Der Wind führt uns schon dahin. Wenn nicht wieder irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt, wie zum Beispiel ein Bär. Ja. 230 Meter, warum sitze ich eigentlich nicht auf dem Rücken des Pferdes? Vogel? Vogel, Vogel? Warte bitte, Vogel. Das sind Wildschweine, Vogel. Ja, das sind Wildschweine. Will der Vogel auch hier hoch? Ich hoff's. Nee, nicht wirklich. Okay. Toll, ich habe nur die Wildschweine an der Backe. Und keine Ausdauer mehr. Schön. Da hoch. Okay. Wenn ich in Biologie aufgepasst habe, dann weiß ich, dass Wildschweine nicht klettern können. So, wo ist unser Vögelchen? Oh, eine heiße Quelle. Nice. Heiße Quelle am Baumwipfel. Ja, gehen wir doch mal baden. Und sinieren ein wenig. Hier ist der Einstieg ins Bad und da sitzt unser Vogel. Und hier ruhen wir uns erstmal aus von den Strapazen der letzten Folgen. Sinieren über mein Kodex. Die Menschen erwarten Führung von den Samurai. Sicherheit. Ehrenhaftigkeit. Nicht nur auf dem Schlachtfeld. Das darf ich nicht vergessen. Die maximale Gesundheit wieder erhöht. So. Okay, dann. Ab weiter zur Mission. Ja, jetzt durch den dunklen Wald. In 150 Metern sind wir aber schon da. Wenn jetzt nicht noch, ja, ein Wolfsrudel angerannt kommt oder ein paar militant ausgebildete Bären, dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Schaut mal, hier oben ist schon eine Hütte. Wird gespeichert, sehr gut. Sprich mit der Frau. Der Kitaisch. So, wo ist denn die Frau? Da ist er. Okay, ich räume erstmal kurz die Bude aus. Und dann gehen wir mal zum Weibchen. Morgen. Du hast für mich drei Pfeile. Na, Leder viermal. Oh, wir können was verbessern. Wenn das so golden angezeigt wird, können wir was verbessern. Dann muss ich demnächst mal zum goldenen Tempel und dort mal unsere Ausrüstung ein wenig verstärken. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch was. Danke. Danke, Jin. Echt.
Manchmal ist er schon ein kleiner Schwachkopf. So. Okay, hier ist das Vibesbild. So. Ist alles in Ordnung? Darf ich euch auf eine Tasse Tee einladen? Na klar. Tee. Ist das nicht die berühmte Ki-Sake-Brauerei von Asamu? Bitte. Hier entlang. Na gut, der Wert von Sake. Eine Tasse Tee. Hat doch nichts mit Sake zu tun. Okay, wir folgen Ki. Und das ist also ihr Teich, der Ki-Teich. Na, bin ich mal gespannt. Ja, da war ich schon drin. Kenne ich mich aus. Danke. Knallt uns die Tür zu. Ich konnte dort nicht frei sprechen. Die Mongolen könnten es hören. Okay, welche Mongolen? Hier waren keine Mongolen. Die trinken hier alles leer. Sie haben guten Geschmack. Kisake ist der Stolz von Tsushima. Im Gegensatz zur Pferdepisse, die sie saufen. Ich glaube, es ist Stutenmilch. Ist da ein Unterschied? Wann kommen sie wieder? Bald. Versteckt euch und die Arbeiter. Ich kümmere mich um sie. Finde einen Ort für einen Hinterhalt. Ja, hatten wir doch hier irgendwo ich hier. Muss eine gute Stelle für einen Hinterhalt finden. Hergehört. Kommt alle her. Wir müssen hinter die Mauer. Und niemand sieht. Hier vielleicht? Was haben wir denn hier? Haftbomben liegen hier unten rum. Nice. Okay, eine gute Stelle für den Hinterhalt. Wäre hier im hohen Gras. Alles klar, ist besser als unterm Haus rumzulungern. So, wir verstecken uns mal und warten mal auf die Mongolen. Können wir die mal ordentlich versohlen, die Mongolen? Kämpfen wir! Ich mach das auf Samurai-Art. Zack, deiner Freund. Ciao. So, du bist der Nächste hier? Ja? Ach, der hat einen Bogen. Oh, lass mich zu dem Bogenschützen durch. Okay, dann halt nicht. Komm ran. Oh, den kann ich nicht blocken. So, nochmal. So, hallo mein kleiner Freund, du kleiner Bogenschütze. Oh, kommen noch mehr, okay. Können wir die Haftbomben probieren? Halt. Boah. Upsala. Der ist böse. So, Haftbombe. Zack. Achtung. Kleine Ratte, ey. Oh. Noch eine. So. Ja, Bogenschütze. Ja, ciao. So. Hopp. Rolle. Da kommt doch noch mehr. Die haben noch einen Bogenschützen. Zwei Bogenschützen haben die noch dabei. Okay. Muss Kunai mal wieder nehmen. Nein, den kann ich nicht blocken. Ah, der Bogenschütze zieht auf. Boah, den kann ich nicht blocken. Haha. Na kommt. Boah. Du das Schild runter.
So, Bogenschütze zieht auf, okay. So, soll ich dir mal zeigen, wie man mit dem Bogen umgeht? So geht man mit dem Bogen um. Wo ist ein anderer? Hallo? Von hinten kommt der Pfeil. Wo bist denn du? Das ist nicht nur einer. Hoppala. Okay. Nein. Hast du gegen den Baum geschossen, hä? Okay, wir nehmen mal die Kunais jetzt, hä? Weil der mit dem Schild gefällt mir nämlich gar nicht. So. Okay, ein bisschen schmutzig sind wir geworden. Haftbomben? Geil. Danke. Habt mir auch gut geholfen, junge Frau. Es kommen mehr Mongolen, wenn diese Männer nicht zurückkehren. Könnt ihr bleiben? Ihr könnt so viel Sake trinken, wie ihr wollt. Das geht dann aufs Haus. Ich fürchte, ihr müsst umziehen. Geht zum goldenen Tempel in Ariake. Dort suchen viele Zuflucht. Vielen Dank, mein Herr. Tja, der Wert von Sake. Na, das war doch der Wert von Gemetzel eher. Aber wir haben mal wieder ein bisschen was bekommen hier. Talisman der Entschlossenheit. Nicht schlecht. Sehr schön. Eine warme Sake getrunken. Ich möchte trotzdem nochmal unter das Haus kriechen und die Vorräte hier mitnehmen. Oder Vorräte. Weil unter dem Haus waren Haftbomben versteckt. Und es gibt nichts Schöneres, als sich seinen Vorrat an Haftbomben wieder aufzuladen. Das wissen wir seit wir GTA Online gespielt haben. Und da bin ich mir sicher, das habt ihr alle. So, Haftbombe. Und Haftbombe. Noch eine irgendwo? Nein. Knurter. Gut. Haben wir das auch erledigt. Dann bleibt uns eigentlich nur die nächste Mission noch von ihr hier. Von Fürstin Masako. Oder die heiße Quelle beim Ishikawa, genau. Jetzt kam ich echt nicht auf den Namen. Verbesserungen haben wir hier beim Fallensteller. Verfügbare Verbesserungen. Okay, das ist nicht schlecht. Gut, was machen wir? Wir reisen zur heißen Quelle ins Goldbad und dann holen wir uns mal den Ehemann. Den Ehemann. Wenn ihr euch zurückerinnern könnt, die Mission von Fürstin Masako, ne? Die endete ja damit, dass wir die Ehefrau von dem Verräter gefunden haben. Sadao, hieß der, glaube ich. Boah, Alter, Jin. Ja, ein Spielcharakter ist nur so gut wie der, der ihn steuert. Okay, 260 Meter zum Adachi Anwesen. Dann nehmen wir aber mal das Pferd. Ne? Ich den ganzen Sonntag hier draußen rumlaufen. Schön der Herbstwald. Wenn ihr jetzt rausschaut, wird es bestimmt regnen ohne Ende. Kommt hier die kleine Abwechslung gerade recht. So, Rehe, lass mal leben. Goldener Wald. Und hier haben wir das Adachi-Anwesen. Da sitzt sie doch schon, die Kleine. So. Vorräte gleich mal eingesagt. Hier gibt es noch eine Blume. Ja, ich komme. Warte, Blume pflücken. Danke. Fürstin Masako. Fürstin Masako. Hat die Frau des Verräters sein Versteck enthüllt? Jedes Mal, wenn ich sie frage, weint sie und schaut weg. Wundert euch das? Nein, nicht wirklich. Vielleicht braucht es einen jungen Samurai. Sie ist drin. Wartet hier.
Na, da lassen wir jetzt mal unseren Charme spielen bei der Mission Der Ehemann. So. Na? Mein Herr. Meine Dame? Fürstin Masako hat vor, mich zu töten. Ich sehe es in ihren Augen. Das werde ich nicht zulassen. Doch ich brauche eure Hilfe. Ich habe euch doch schon alles erzählt. Hachi überbringt Nachrichten für euren Gemahl. Also haben die beiden Kontakt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Masako sie findet. Nein, ihr müsst ihn retten. Das kann ich aber nur, wenn ich ihn vor ihr erreiche. Ihr kennt euren Gemahl. Wo kann er sein? Gebt mir Zeit. Das ist wichtig, Hina. Euer Mann tötete Unschuldige. Ich komme wieder. Ach, Mädel, Mensch. Eigentlich sollten wir rausgehen und der Fürstin Massaker sagen, los. Und? Ja, ich komme. Die redet nicht, ihr habt recht, alles gut. Sie braucht Zeit zum Überlegen, wo er sein könnte. Was war euer Angebot? Lasst uns spazieren. Ich weiß, wo sie uns nicht hören kann. Na dann. Ich sagte ihr, dass ich versuchen werde, ihn zu retten. Ihr wisst, dass ich ihn töten werde. Ich musste ihr Vertrauen gewinnen. Also habt ihr gelogen. Ich habe gesagt, ich werde es versuchen. Und das werde ich. Was sagt ihr, Hina, wenn ihr versagt, Jin? Dass ihr ihm nicht vergeben konntet. Und dass ich nicht zwischen euch und der Gerechtigkeit stehe. Wohin ich hier auch sehe. Ich sehe nur, wie meine Familie damals starb. Nach dem Tod meines Vaters ging ich lange nicht nach Hause. Ein leeres Haus zerfällt recht schnell. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Hier wurde meine Familie ermordet. Kinder mit Spielzeug in ihren Händen. Die Goldschärpe meiner Schwester um ihren verstümmelten Körper gewickelt. Ich kann niemanden beschützen. Ich kann sie nur rächen. Hier sollte Musik sein. Was? Ich habe hier mit meinen Enkeln musiziert, um den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern. Ich werde sie nie wieder spielen hören. Okay. Hina! Schnell zum Haus! Oh shit. Oh shit. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wer ist dort? Mongolen? Die sind hier rein. Shit. Nein. 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 Hina. Wir suchen ihren Mörder. Los! Ich sehe mich mal um. Es muss doch eine Spur geben. Irgendwo muss es eine Spur geben. Von wo ist der Mörder gekommen? Hier. Okay. Hier lang. Da haben wir die Fußspur. Und hier ist er raus. Nein. Folge den Assassinen. Ja, da unten durchkriechen bringt jetzt auch nichts.
Wir verfolgen mal die Spuren. Da lang. Für einen Assassine muss ich sagen. Warum also sollte jemand Hina töten? Ziemlich verdächtig. Wir Verdauung nicht finden. Sie wussten, dass wir sie haben. Der Weg vom Holzfäller hierher war lang. Viele haben sie mit mir gesehen. Dafür habt ihr gesorgt. Ihr habt sie als Köder benutzt. Ja. Also gehofft, ihr Ehemann weist an. Und jetzt ist eine unschuldige Frau tot. Das waren die Verräter, nicht wir. Aber ihr habt sie zum Ziel gemacht. Ja, muss man auch mal Feuer geben, ein bisschen, der Fürstin-Massaker. Rache und Gerechtigkeit, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das wissen wir spätestens seit The Last of Us. Und da muss ich mich auch ein bisschen zurückhalten immer, weil so grauenvoll wie die Mongolen das hier doch machen und vollziehen. So war es nicht Sadao, der die Familie getötet hat. Sondern es waren die Mongolen, trotz allem. Ich will noch ein bisschen umschauen. Ja toll, die Spuren gehen hier durch das Laub. Ist ja super, dass diese Mission nachts ist, ne? Das sieht man ja so richtig viel, ey. Hier lang. Da sind sie. Das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen, ne? Was ist Rache und was ist Gerechtigkeit? Wer auch immer es war, er war allein. Hina ist tot. Wir brauchen den Mörder lebendig. Boah, der Ausdauer wieder. Sucht mich jemand? Wozu hinzu? Oh. Hilfe! Er darf nicht sterben. Samurai! So. Gut, der darf nicht sterben. Oha. So will ich nicht sterben. Ich blute. Boah, da ist ein Bogenschützer. Hilfe! Massaker, ihr kümmert euch mal bitte um den. Ich mach mal kurz den hier weg. Und den? Haben die irgendwas einstecken? Verstecken! Wer versteckt sich? Nein, nicht ihr! Wer soll sich verstecken? Hachi, Sadaos Bruder. Warum habt ihr Hina getötet? Ich wollte sie befreien. Sie wollte nicht gehen. Wollte Sadao retten. Sie rief nach euch. Ich wollte nicht. Wo ist euer Bruder? Ich habe versagt. Ich werde ihn nicht verraten. Ihr dürft nicht sterben. Sag mir, wo er ist. Er ist tot. Nein. Hina ist umsonst gestorben. Ermordet von Verrätern wie meine Familie. Die Jagd muss weitergehen. Er hat Nachrichten für seinen Bruder überbracht. Vielleicht hat er eine. Schauen wir mal. Was habt ihr gefunden? Oh Mann. Tja, eine Karte, die Hachi gehört, dem Bruder von Sadao, Oberhaupt des Kuta-Gehöfts. Auf ihr sind die Lieferrouten verzeichnet, die Hachi nutzte. Eine Karte mit Lieferrouten. Er brachte Überlebenden in Lagern Essen. Vielleicht versteckt sich Sadao in einem davon. Geht zum nächsten Lager und sprecht mit dem leitenden Mönch. Vielleicht weiß er etwas über die Karte. Was ist mit euch? Ich beerdige Hina. Das schulde ich ihr. Wir treffen uns anschließend beim Lager. Mission beendet. Ein Technikpunkt verdient. Und ein Talisman der zweifachen Zerstörung. Und den werden wir, denke ich mal... Den haben wir doch schon. Ach, die kann man auch doppelt finden. Wir legen mal den neuen an. Vielleicht ist der ein bisschen besser.
Okay, shit. Eine Mission, die viele Fragezeichen aufwirft. Ja? Erstmal die Frage Rache und Gerechtigkeit. Ist Rache Gerechtigkeit oder dient sie nur, sich selbst besser zu fühlen? Ja, muss auch jeder für sich selber dann. Und jetzt zur Fürstin Masako. Fürstin Masako musste ihre eigene Familie beerdigen, was schlimm genug ist, ja? Verraten von den eigenen Leuten. Und im Endeffekt ist aber dafür, für ihre persönliche Rache, eine Unschuldige gestorben. Und jetzt musste sie nicht nur ihre eigene Familie beerdigen, sondern ist auch noch am Tod eines unschuldigen Menschen, also von Hina, verantwortlich. Was ist denn? Was ist denn los? Was habt ihr? Was habt ihr da? Ich will das haben. Boah. Die habe ich verkackt. Alter, wie viel? Jupp. So. Jetzt kommst du mal her. Blöden angetäuscht. So. Boah, den habe ich jetzt total verkackt. Ich war so im Reden drin. Im Redefluss. Aber das ist ein Thema wirklich, was mich jetzt echt schon lange verfolgt. Wie gesagt, seit The Last of Us geht mir das nicht aus dem Kopf, ne? Rache und ihre Folgen. Waren wir da oben schon? Wir waren da oben schon. Wir gehen mal zum Goldenen Tempel. In der Folge können wir das noch machen. Wir holen uns noch ein paar Verbesserungen und dann können wir frisch gestärkt in die nächste Mission starten. So, nimm mal den Weg. Da drüben ist nur ein Hirsch, ne? Ja, ich dachte schon ein Fuchs. Los jetzt, Kage! Da geht's zum Goldenen Tempel. Ja, Hirsche lasse ich am Leben. Alles gut. Ein Herz für virtuelle Tiere. Wir bekommen die Felle auch anders, indem wir Bären töten. Hoppala! Hä, war das cool? Haha. Bist du am verfolgten Ort angekommen? Schauen wir gleich mal, was es denn für Verbesserungen gibt. Geschenke gibt es! So etwas habe ich noch nie gesehen. Die holen wir uns aber, hä? So. Verbesserung verfügbar für Sakai Tanto. Gut, Schwertschmied hier oben. Hallo, mein Schwertschmied-Freund. Das wäre wunderbar, mein Freund. Es wird euch gefallen. Danke. Leb wohl. Leb wohl, du bist der Beste. Na, und grüße Familie. Euer Schwert wird uns geschützt. Ja, definitiv. Also ich gebe mein Bestes. So, Freunde. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Wenn ihr wollt. Natürlich nur. Dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.